Hallo meine lieben Überlebenskünstler da draußen und herzlich willkommen hier zurück bei The Green Hell. Immer noch im neuen Gebiet. Wir versuchen jetzt hier gerade eben diesem Wasserfall zu folgen. Das Problem ist bloß, der stellt sich dabei ein bisschen an und blockiert unsere Fahrtswege. Aha. Ein Durchgang. Und hier ist erstmal Holz. Der scheint hier zu enden. Und das scheint ein richtig tiefes Wasserloch hier zu sein. Aber wir schauen uns natürlich erstmal um, nicht, dass wir irgendwas übersehen haben. Auch das hier ist eigentlich eine sehr, sehr schicke Nische. Wer jetzt nicht so auf Insel-Feeling steht, ne, der und es eher so ein bisschen rustikal alpentechnisch mag, der sollte sich das hier zulegen. Ist auch Feng Shui zertifiziert. Sieht zumindest so aus. Gut. Wir gucken mal, was das hier für ein Tümpel ist. Wie tümpelig ist denn dieser Tümpel? Dieser Tümpel hat tatsächlich ein Höhlensystem. Was war denn das gerade eben? Okay. Ich muss mal rausschwimmen. Hä? Ist Luft? Okay. Ich hab's nicht ganz verstanden, was da gerade passiert ist, aber ich akzeptiere. Hä? Da ist ein Wasser-Bug. Ein Luftloch-Bug. Was zur Hölle passiert da? Reinschwimmen? Nee, kann ich nicht. Hier reinschwimmen? Schwierig zu manövrieren. Nee, da kann man auch nicht rein. Okay, also dieses Wasserloch kann ich nicht wirklich empfehlen. Das war kein Cut von mir, Leute. Wir sollten hier raus, bevor das Ding sich noch entscheidet, uns noch ganz woanders hin zu porten. Das war unheimlich gerade eben. Mr. Krabs. Das war's dann, Krabs! Wollte ich schon immer mal sagen. Ach, scheiße, da ist wieder kein Platz. Wie mache ich denn das jetzt hier? Ja, indem ich am besten hier einfach mal umbeuge, ne? Platz haben wir ja genug. Also roh werden wir Krabs definitiv nicht essen. Kann man die eigentlich stapeln? Toll. Kommt doch bestimmt gleich nochmal her. Die wohnen doch hier. Ne, die sind jetzt da unten lang. Da ist er. Die Anzahl jetzt mit dem Speer auf Krabbenjagd. Yes. Im Ernst. Das funktioniert. Ne, man kann die nicht stapeln. Wir sind nicht stapelbar, Krebse. Es sind Einsiedlerkrebse. Sie wollen nichts mit ihren anderen Artgenossen zu tun haben. Geht's jetzt vielleicht? Und wenn ich so rumdrehe? Tendenziell nicht. Ganz anders machen? Vielleicht geht's ja rein, wenn ich's so in der Breite oder so mache. Passen da gar nicht rein. Und da unten hingehen. Ich meine, wenn ich mir schon was erjage, dann möchte ich es auch mitnehmen. Da noch hin. Die Made will nicht. Die Made ist auch tendenziell eher so ein bisschen im Weg. Ja, so funktioniert es. Essen. Nom. Das ist zwei Krebs hier. Buka, 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 buka. Okay, der rennt einfach nur weg. Also man kann die tatsächlich ohne zu werfen nicht fangen. Und beim normalen Speerfischen habe ich ja auch den Eindruck, dass das ziemlich schwer geworden ist. Muss ich noch höher.
Die Frage ist, ob das geht. Wir wissen es nicht. Ich könnte auf jeden Fall noch mal ein bisschen Holz vertragen. Das bereuen, wenn ich es nicht mitnehme. Früher oder später brauchen wir es. Und wie sieht es mit Liane aus? Oh, habe ich fast gar keine mehr. So viele verbraucht und nie nachgeholt. Ja, eigentlich geradezu unentschuldbar. Das da noch. Und den da. Den da. Und den da. Und wo wir gerade eben davon sprechen, dass da keine mehr sind. Okay. Es gibt entweder gar keinen Weg da hoch, was ich irgendwie nicht glaube, oder es ist schwierig zu finden. Nur noch, was passiert. Ich habe keine Ahnung. Okay, wir haben genügend Seile, wie ich gerade eben feststelle. Einen Platz im Inventar. Wir suchen uns jetzt halt einfach mal quasi hier neue Refugien, neue Gebiete. Irgendetwas, wo wir noch nicht gewesen sind. Völlig egal was. Vielleicht haben wir sogar einen Fisch gefangen, aber so lange, wie ich dafür brauche, jetzt hier rumzulaufen, ist der wahrscheinlich schon längst vergammelt. Wobei, wenn er im Wasser liegt, ist das eher nicht der Fall. Die sterben ja dann nicht gleich. Die sind einfach nur gefangen. Was ist denn da drüben? Nichts. Ich hätte halt irgendwie gerne so einen Eindruck davon, wie groß dieses wirklich ist, ne? Der ist ja noch schwer abschätzbar. Beim ersten Mal hatte ich ja das Gefühl, ich verlaufe mich total, weil es so riesengroß ist. Inzwischen habe ich das Gefühl, nee, es ist einfach nur gut verwinkelt. Ich bin mir sicher, das hier wird noch eine Rolle spielen. Könnt ihr mir erzählen, was ihr wollt, aber das wird noch eine Rolle spielen hier. Und hier hoch vielleicht? Nee, der kann da nicht springen. Und jetzt hat er keine Ausdauer mehr. Nee, also das wird noch wichtig werden hier irgendwie. Zumindest im Storyline-Modus bin ich ganz, ganz stark da. Und von da drauf. Erstmal Ausdauer. Ach, come on. Wisst ihr, guckst du es an und hast das Gefühl, oh Gott, ich bin ein Tentakelmonster geworden. Und dann stellst du fest, nee. Ich bin einfach nur ungebeten hier. Warum kann man definitiv hier rumlaufen? Man muss bloß irgendwie einen Weg hochfinden. Jetzt ist die Frage, ob die Entwickler so schlau gewesen sind, dass diesmal völlig unzugänglich zu gestalten oder nicht. Das haben wir 10 davon. Hier von den kleinen. Ach komm, dann nehme ich noch mal ein paar von denen hier. Die Stöcke dies. Dann haben wir schon mal 8. Kleine brauchen wir nicht. Nur so ein kleiner Stein. Stein, genau. Ein kleiner Ast. Bis jetzt ist bis auf dieses mittlere. Keiner kann mir erzählen, dass da nicht irgendwas ist. Es scheint rundherum zu gehen. Und jetzt sind wir wieder hier. Oh. Keine Ahnung, was ich davon zu halten habe. Die sind auf einmal einfach da unten. Ein Gürteltier. Aber was wirklich stimmt ist, man hat hier noch keinen Puma, man hat hier noch keinen Leoparden gesehen. Nur Wasserschweine. Einzige, was hier wirklich rumläuft, was gefährlich ist, sind die Krokodile. Also, Kaimane, es sind ja keine Krokodile. Und das ist dieses eine Wasserloch mit diesem einen. Oh, Moment. Tabak? Ja, Polygons. Das wollten wir schon lange mal wieder haben. Warte mal, wir machen noch ein paar Tabakverbände. Einfach wegen Gift. Denn das gibt es hier leider auch. Giftige Tiere. Spinnen.
Wobei ich das Gefühl habe, dass sie die kleinen Gifttiere teilweise aus dem Spiel wieder rausgenommen haben. Denn seit Ewigkeiten keine, wie heißt die, brasilianische Wanderspinne mehr begegnet. Wirklich seit Ewigkeiten. Was kann man da hoch? Nee. Wird nicht klappen. Schade, dass man hier. Moment. Mir kam gerade eben so der. Ich wollte gerade sagen, schade, dass man hier nicht irgendwie so Konstrukte bauen kann wie bei anderen. Und dann war geistig schon bei mir die Pause gesetzt und natürlich kann man das. Wo haben wir es denn? Wo haben wir es denn? Hallo? Das da. Rahmen. Bambusrahmen. Irgendetwas. Nee, da kommst du einfach nicht hoch. Ich kann ja auch nirgendwo, wie ihr seht, hier einen Bambusrahmen setzen. Da sagen die Entwickler einfach nö. Gewitzter Spieler, das machst du nicht. Das ist illegal. Hier haben sie keine Baugenehmigung. Vor allem, weil ich einfach auch so da hochgehen könnte. Scheiße. So viel dazu. Warum? Warum mache ich mir die Mühe, einen kreativen Ausweg zu suchen, wenn ich hier einen Bug finden kann, der unglaublich faszinierend ist? Und auch noch darüber hinaus so hochkomme. Ich weiß es nicht. Sagt ihr es mir. Vielleicht können wir tatsächlich jetzt hier komplett aus rumlaufen. Lasst es uns herausfinden. Da noch hoch. Bäh. Wenn ich runterfallen. Wow, 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 wow. Ja. Don't try this at home, kids. Scheiße. Wow, 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 wow. Okay, ich hab's wieder rausgeschafft. Ich hab's wieder rausgeschafft. Das muss doch irgendwie gehen. Wie der rumschnaufte. Zweimal hüpfen. Gehen. Das gibt's doch nicht. Wenn ich ein bisschen mehr Ausdauer hätte, dann würde das wahrscheinlich gehen. Guck mal, ob ich irgendetwas habe, was Ausdauer nach oben pusht. Die Gesundheit. Nee, habe nichts. Nichts. Yes! Ich wusste, Entschuldigung. Bringt bloß einen Scheiß. Komm ich halt hier nicht weiter. Da geht's tatsächlich nicht weiter. Also selbst wenn man es bis hier schafft, ist es nicht möglich, daraus irgendwie seinen Nutzen zu ziehen. Nee, wir können es sein lassen. Da ist nichts zu machen. Es ist nicht mehr auf Mountain Verkleibung tauglich. Ich bin menschlich enttäuscht. Als Bergziege Mörb muss eingestehen, dass diese Felsen zu steil für sie sind. Na gut, na gut, na gut. Geht's uns eigentlich? So, passt. Fett könnte man vertragen. Greifen uns gleich mal rein. Wo sind sie denn hier, die guten alten Fettis? Yo, genug Fett in uns reingedonnert. Der Fels, ey. Aus irgendeinem Grund dachte ich gerade eben, das wäre irgendwie ein Tarnnetz. Die Strukturen sehen teilweise schon sehr faszinierend aus. So, aber bis jetzt haben wir echt sonst nichts gefunden, ne? Also wirklich nichts. Okay, bis auf die Tatsache, dass es regnet, als ob es einen Morgen gäbe. Unfassbarer Regen. Lecker. Essen wir natürlich. Muss auch mal sein. Alles rein. Er ist nicht auf natürlichem Wege da oben gelandet. I disbelieved es. Und das noch alles. Dort, da tapiert's fröhlich. Ach auch. Renn du ruhig weg. Ausnahmsweise tue ich dir nichts.
Wenn ich genug bin. Muss ich mitnehmen. Muss ich sofort verarbeiten. Herstellen. Ich habe ja auch noch ein Schweinerl gerade eben gehört. Sammeln. Und herstellen. Buh. Der kommt da tatsächlich an und rafft nicht, dass ich daneben ihm stehe. Also wie gesagt, ich bin geistig dabei, mir eventuell dann doch noch einen Bogen zu craften. Muss ich es bloß noch in die Ta. Haben wir daher? Was ist der Ausgang nochmal? Ich will es noch kontrollieren. Nicht, dass wir hier irgendwie etwas unterliegen. Dann doch sehr bekannt vor. Ja, ist es, ist es. Ey, du hüpfst zweimal und der. Ich glaube noch nie hoch, ne? Wahrscheinlich aus dem Grund, weil es hier eh nichts gibt. Aber lass es uns prüfen. Hier gibt es tatsächlich nichts. Bis auf diese Brücke, die wir selbst gebaut haben. Und cool aus. Aber ich möchte gucken, ob wir da nicht noch irgendwie drauf können. Können wir. Jetzt bin ich ja ein Freund von Abenteuern. Ihr kennt mich. Muss ich diesen Weg mal von oben lang verfolgen? Auch wenn der Junge die ganze Zeit hier einen auf Dampflok macht. Ich habe nicht das Gefühl, ich spiele Green Hell, sondern Lukas die Dampflokomotive. Oh, warte mal, da kann man außen entlang laufen. Bis zu diesem Punkt. Dann sagt das Spiel. Nein, du darfst nicht. Okay. Uäh. Ameisen. Brauchen wir jetzt nicht. Dann gehen wir jetzt mal in die Richtung, gucken uns das hier nochmal an. Ah, warte mal, hier gibt es noch was zum Essen. Gönnen wir uns. Gönnen wir uns. Und gönnen wir uns. Ja, jetzt brauchen wir eigentlich nur noch Proteine und die haben wir sogar dabei. Sehr schön. Ja, okay, also viel war es nicht, aber man kann jetzt damit leben. Aber früher oder später müssten wir ja eigentlich dann wieder an diesen Wasserfall kommen, ne? Einfach mal nur, um das Gebiet abgesteckt zu haben. Wir haben eine Runde um den Block gedreht. Voll. Unsere Hut abgecheckt. Klingt doof, ich weiß. Fallen tatsächlich Äste von den Bäumen. Fallen mir aufs Hirn. Es wird dunkel. Das finde ich gar nicht so gut. Vor allem, weil. Also. Oh, was ist denn das jetzt schon wieder? Sag doch, da gibt es nochmal eine höhere Ebene. Garantiert dieselbe höhere Ebene, auf die wir nicht hochkommen. Wir nicht hochkommen. Aber wir müssen trotzdem. Da ist, glaube ich, der Zugang zu unserem Dorf. Ja. Wir sind schon wieder hier. Können es genauso gut auch hier runtergehen. Oder? Fuck! Das im Dunkeln. Dazu. Sexy. Okay, es gibt hier Pumas. Halten wir das einfach mal fest. Wo ist denn ein blöder Speer? Mein Freund. Boah, ihr glaubt gar nicht, wie sehr mir gerade eben der Arsch auf Grundeis gegangen ist. Wenn du sowas von gar nicht damit rechnest.
Und dann kriege ich das jetzt. Komm, ich esse diesen Scheiß jetzt einfach und dann nehmen wir das Puma-Fleisch nochmal mit. War sogar direkt neben der Ameise und hier. Wasser. Okay, Wasser schmutzig. Super, sind wir im Dunkeln unterwegs. Jetzt einfach mal in diese Richtung. Der Egel. Och man. Dann hier ist natürlich total super. Irgendwo ist noch einer da. Okay, liebe Leute, dann machen wir beim nächsten Mal weiter. Wir spielen Mord im Dunkeln. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss und Ade.